schwitzt du an der Lippe? Ja. Schwitzlippenhandtuch. Check, check. Hallo! Guten Tag. Wer uns schon länger verfolgt, für den ist das wahrscheinlich nichts Neues, aber uns liegt es auf dem Herzen, dass wir nicht die Einzigen sind, die von dieser Weltreise profitieren. Wir möchten die Aufmerksamkeit auf Instagram und auf YouTube auch dafür nutzen, auf Projekte und auf Menschen aufmerksam zu machen, die wir unterwegs kennenlernen und die wir gern unterstützen möchten. Und so haben wir vor ein paar Monaten unsere erste gemeinsame Crowdfunding-Aktion abgeschlossen. Die war super erfolgreich und jetzt geht's in Runde Nummer 2. Nämlich für ein Projekt in Kenia, dem zweiten Land auf unserer Weltreise. Genau. Und dort haben wir im Februar bei unseren Freunden Marco und Joy gelebt. Die beiden wohnen schon seit 2017 in Kenia, in der Hauptstadt Nairobi und haben ein riesengroßes Herz für Jugendliche, die teilweise nach ihren Schulabschlüssen große Probleme haben. Teilweise wissen die Jugendlichen in Nairobi nicht wirklich, welche Stärken und Schwächen sie haben, was sie nach ihrer Schullaufbahn mit sich anfangen sollen. Sie haben keine Perspektive auf ein gutes Leben. Auch Arbeitslosigkeit ist ein großes Thema in Nairobi und viele Jugendliche haben gar keine andere Perspektive als das. Und für genau diese jungen Menschen wollen Marco und Joy da sein. Dafür haben sie Tumaini Ministries gegründet, um Schülern und Studenten wirklich dabei zu helfen, in eine gute und in eine erfolgreiche Zukunft zu starten. Und das machen sie zurzeit durch Unterricht, den sie geben, durch Berufstests und durch persönliche Begleitung. Ja. Aber um so richtig durchstarten zu können als Tumaini Ministries, brauchen die beiden unbedingt ein Grundstück. Und für so ein Grundstück haben sie jetzt das perfekte Angebot bekommen. Das Grundstück ist perfekt. Es ist groß genug für ein Waisenhaus, für eine Schule, für eine Berufsschule. Alles, was Jugendlichen und Kindern hilft, ihre Stärken und Schwächen zu entdecken, eine Perspektive zu bekommen, einen Beruf zu erlernen und wirklich eine Chance zu bekommen, ein gutes Leben zu starten. Und bisher war das alles eine Vision. Aber das Grundstück ist jetzt die allererste oder der große erste Schritt, um diese Vision wahr werden zu lassen. In der Zeit, die wir in Kenia verbracht haben bei Marco und Joy, haben wir die beiden wirklich gut kennengelernt. Mhm. Sie sind echte Freunde für uns geworden und sie haben wirklich eine große Leidenschaft für das, was sie tun. Sie lieben die jungen Menschen in Kenia und deswegen freuen wir uns über jede Unterstützung von genau dir. Und wir haben in unserer letzten Instagram-Kooperation ein bisschen Kohle gemacht und die möchten wir gerne dafür nutzen, die beiden zu unterstützen bei dem Projekt Grundstück. Genau, und jetzt kommst du ins Spiel. Wenn du Lust hast, die beiden zu unterstützen, dich finanziell zu beteiligen, dann geht es ganz einfach. Als erstes klickst du auf den Link, den du hier oben oder hier unten irgendwo findest. Und wenn du dann zur Zahlung kommst, ist es ganz wichtig, dass du in das Kommentarfeld Herr und Frau Weltenbummler reinschreibst. Denn dann hauen wir nochmal 5 Euro auf deine Spende obendrauf. Und das machen wir mit jeder Spende, die mit dem Kommentar Herr und Frau Weltenbummler reinkommt, hauen wir nochmal 5 Euro obendrauf. Voll krass. Und alles Geld, die komplette Summe geht zu 100% an Marco und Joy und an das unbezahlte Projekt Grundstück. Jo, so einfach ist es. Einfach auf den Link klicken hier irgendwo, spenden, in den Kommentar Herr und Frau Weltenbummler schreiben und jungen Menschen in Nairobi helfen. Easy. Ja, die Handbewegung war sinnlos. Tschüss. Das war's echt so? Das war's. So ist so ein Cut? Ja, Cut. Okay. Schnitt.